Hübschen da auf dem Zaun? Nehmen Sie das hier und treffen Sie ein paar davon. Ist alles in Ordnung? Bis zum nächsten Mal. Ja, so ist es richtig. Hocken Sie sich hin und bleiben. Gut. Tja, das ist schon mal ein Anfang. Aber Sie sind wohl nicht hergekommen, um gegen Sarsaparilla-Flaschen zu kämpfen. Ich sage Ihnen was. Ich muss ein paar Geckos von der Wasserquelle vertreiben. Scheint die Viecher immer anzulocken. Wollen Sie mitkommen? Folgen Sie mir. Haben Sie das oben auf der Anhöhe hinter mir gehört? Wir müssen mit ein paar Geckos aufräumen. Kleine Monster sind das. Schauen wir mal, ob wir näher herankommen. Okay, Sie haben's raus. Sehen Sie? Sie kriegen den Dreh langsam raus. Es gibt noch zwei Brunnen, bei denen wir aufräumen müssen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Wäre mir ein paar Kronkorken wert. Sollte nur ein paar Minuten dauern. Insbesondere, weil wir zu zweit sind. Kommen Sie mit. Gott im Himmel, kein Tag vergeht, an dem ich den Leuten nicht sagen muss, dass sie nicht allein herkommen sollen.
Aber manchen Leuten reichen gute Worte halt nicht und dann passiert sowas. Naja, das ist eben Teil unseres Lebens hier draußen. Muss man sich dran gewöhnen. Aber Sie sind wie versprochen bei mir hier draußen geblieben. Hier also mein Teil der Abmachung. Eins will ich Ihnen noch zeigen. Dachte mir, dass es vielleicht gut wäre, Ihnen zu zeigen, wie man sich selbst versorgt und nützliche Dinge herstellt. Interessiert? In Ordnung. Dann brauchen wir ein paar Zutaten, um loszulegen. Wir brauchen etwas Xanderwurzel und eine Brockblume. Lassen Sie mich mal überlegen. Brockblumen habe ich beim Friedhof gesehen und Xanderwurzel gab es bei der Schule. Bringen Sie das zu mir und wir kochen los. Howdy.